Hallo lieber Eschenzocker, in diesem Video geht es um den Bossfight gegen Amiren. Ich werde euch jetzt hier ein paar nützliche Tipps und Tricks geben, wie man den Boss hier relativ easy und entspannt besiegen kann. Hab hier einige Sachen ausprobiert, werde jetzt hier mal kurz meine Erfahrung ganz einfach mitteilen. Du siehst hier, der Bossfight startet, also ein sehr, sehr großer Boss letztendlich. Hat jetzt hier mehrere Attacken, worauf ich nochmal näher eingehen werde. Hier ist einmal dieses Stabschwingen. Darauf basiert eigentlich auch meine ganze Taktik, dass ich immer warte, bis er wirklich diesen Angriff ausführt und ihn dann versuche, zweimal zu treffen. Damit habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Am Anfang ist das Ganze hier noch ein bisschen hakelig. Du siehst, jetzt habe ich hier extrem viel Lebensenergie verloren, war viel zu weit im Infight. Ab und zu wirft er hier einmal auch seine Lampe letztendlich ab, womit er dann auch seine Angriffe ausführt. Auch da war ich hier viel zu sehr im Infight. Also das ist der erste große Tipp, den ich dir geben kann. Halt hier immer wirklich maximale Distanz, bis er hier diesen Angriff ausführt. Da kannst du dich dann einmal wegrollen und ihn hier zwei, vielleicht auch dreimal treffen, dich danach wieder schnell abrollen. Und das Ganze kannst du eigentlich dann wirklich permanent wiederholen. Also hier wirklich immer maximale Distanz. Dann kommt er hier mit seinem Stab an, einmal wegrollen im richtigen Moment. Natürlich eine Timing-Geschichte, muss ein paar Mal probieren. Habe ich auch gemacht. Und dann ist das Ganze hier eigentlich wirklich easy und entspannt. Konzentriere dich hier nur auf diesen Angriff. Treffe ihn zweimal, vielleicht dreimal auch. Und dann rollst du dich ab und suchst das weit. Dann wird er hier seine Angriffe immer ausführen. Die meisten sind aber wirklich dann in einem sehr, sehr kleinen Radius. Also wenn du hier nah dran stehst, dann wird dich hier relativ schnell der Tod ereilen. Wirklich sehr, sehr weit weg. Ab und zu wirft er hier, wie gesagt, auch diese Lampe ganz einfach. Da musst du dann aufpassen. Da war ich jetzt hier auch nicht schnell genug. Hier führt er wieder seinen Angriff aus. Da treffe ich ihn dann zwei, dreimal. Das ist dann eigentlich wirklich optimal. Wenn er hier die Lampe aufhebt, kannst du ihn öfters treffen. Das hätte ich jetzt hier noch ein bisschen besser machen können. Dann schwingt er hier wieder das Teil und dann kommt hier der Angriff. Ich roll mich wieder weg. Und dann treffe ich ihn wieder. Das Ganze wiederhole ich hier eigentlich wirklich die ganze Zeit. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber so kannst du den Boss wirklich eigentlich relativ easy und entspannt besiegen. Hier ist wieder der Angriff. Man kann natürlich hier auch mehr in den Infight gehen, aber das Ganze ist dann gegebenenfalls ein bisschen hakelig, wenn du hier, so wie ich auch, nicht diese absoluten Skills hast und wirklich hier jeden Angriff perfekt ausführst. Ist das hier eigentlich eine relativ safe Geschichte, wie du siehst. Wirklich das die ganze Zeit immer diese Attacke wiederholen. Und dann sollte der Boss hier eigentlich auch auf jeden Fall fallen. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte hier mit ein paar Tipps und Tricks zu dem Bossfight gegen Amiren weiterhelfen. Abonnier doch bitte meinen Kanal für weitere Videos. Würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.